Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Ion, das Nachfolgeprojekt von meinem Let's Show. Und das Let's Show findet ihr unten und wir haben ja damals einen Charakter angefangen und den mache ich jetzt einfach weiter. Und wir müssen uns mal einloggen. So. Und die Musik dreht auf. Das ist unser Charakter, der ist Stufe 4. Also noch nicht so weit. Es waren, glaube ich, nur 30 Minuten oder so. Und der Pin. Ich gebe ihn kurz mal ein, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir wieder hier am Baum, genau. Ist ein bisschen zu laut. Ich konnte das noch nicht einstellen. Weil, glaube ich, das letzte Mal noch mit dem alten Headset war. Es ist jetzt ein bisschen zu laut. So. Und wir leuchten irgendwie komisch. Werden unsichtbar. Ah, jetzt. Also, jetzt muss ich mich zuerst wieder zurechtfinden. Ja. Die Steuerung ist eigentlich sehr MMORPG. Normal. Okay, Quests haben wir keine. Doch, wir haben sicher Quests. Neue Waren ist eingetroffen. Im Shop. Eventuell werde ich ein bisschen Geld ausgeben im Verlauf von Ion. Aber das muss ich dann noch schauen. Also hier haben wir die Dinge, die weiß ich noch. Die Fähigkeiten. Ja, wie kommt man jetzt? Menü. Quests. So. Je glänzender, desto besser. Erledigt Netzslings. Am See. Das sind die. Blüten. Azbre-Blüten. Die sind nicht hier. Besorgt Azpa und bringt sie zu Ding. Dann nehmen wir die mal. Finden. Wir sind ja am Azpa gesehen, dann müsste die weiter unten sein. Azpa sind hier. Azpa. Ui. Okay, wir sind so ein Mechano. Teil. Und später machen wir den Roboter nicht den Schützen. Den Roboter, ich will innovative Ding haben. Klassen spielen. Nicht so 0815 Klassen. Und da kommt er sehr gut. Wir müssen jetzt nicht der Stärkste werden oder so. Einfach mal anspielen. Vielleicht können wir dann mal eine zweite Klasse nehmen. Und auch mal die guten spielen, aber ich weiß nicht, ob man das kann. Und es ist, glaube ich, eben noch ein bisschen laut, vor allem die Schüsse. Oh je. Die Spiele sind immer so sensibel bei der Lautstärke. Kampfeffekte. So. Nein, nichts. Jetzt ist es fertig. Jetzt müssen wir noch die Azbre-Blüten. Die sind im Wasser. Ha. Okay. Jetzt müssen wir die noch einsammeln. So. Ja, wer Ion noch nicht kennt, es ist ein Free-to-Play MMORPG mit Flugaspekten. Also man bekommt später die Flügel. Und Pet-Tieren. Es ist sehr PvP-lastig. Und ja. Gibt Dungeons, alles mögliche, Haustier, wie ihr gesehen habt am Anfang und so weiter. Also es ist eines der besten MMO, Free-to-Play MMORPGs, die ich kenne. Aber ich weiß noch nicht viel über dieses Spiel, weil es mir irgendwie am Hinterkopf vorbeigegangen ist. Eventuell, weil es, glaube ich, am Anfang
dann pflichtig war. Und dann das Free-to-Play, das habe ich dann nämlich mitbekommen, als es Free-to-Play wurde. Also ihr könnt es kostenlos runterladen und kostenlos ohne Abo spielen und ich finde keine Blüten mehr. Muss ich denn noch Blüten sammeln? Ja, Ambre-Blüten, 1 von 3. Vielleicht die, ja, das sind die Ambre-Blüten. So, und wenn ihr Tipps und Tricks für dieses Spiel habt oder sonst irgendwelche kleinen Hinweise, dann dürft ihr das gerne unten hinschreiben. Unten in den Kanal, in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zum Let's Show, also den Anfang von diesem Let's Play eigentlich. Und ja, und sehe ich auch andere Hinweise für euch oder ja, ein paar Sachen, wie das Spiel so ist, was es für Futures hat und so weiter, das werde ich dir hier unten hinschreiben. Und sonst bekommt ihr es natürlich auch von meinen guten Abonnenten über, die sich schon ein bisschen gut mit mir unterhalten. Aber natürlich bin ich auch noch in den Kinderschuhen und bin dadurch noch nicht so berühmt, dass es viele Kommentare gibt. Aber ich hoffe, es werden genug und viele Kommentare kommen. Und ja. Und wenn ihr auf einen weiteren Part wartet, dann dürft ihr gerne andere Let's Plays von mir schauen oder ältere Videos. Also es gibt sehr viele Sachen, wo ihr da noch könnt machen auf meinem Kanal. Ich lade auch sehr viele Videos pro Tag hoch. Aeons Schatten beschützt uns. Meistens 4 oder mehr. Und an freien Tagen, wo ich keinen Sport mache, ich bin eben ein Sportler, wo ich keinen Sport mache, da kommen sogar noch mehr Videos, also bis zu 11 habe ich immer geschafft. Und da meine Internetverbindung erst kürzlich verbessert wurde, wird es wahrscheinlich noch schneller gehen. Aber mal schauen, wie sich das ausspricht. Ob überhaupt YouTube mitmacht. So. Ja, okay. Und wir haben ein Level up scheinbar. Level 5, ja. Und hier haben wir eine große Quest, das ist wahrscheinlich eine Hauptquest. Wünscht ihr etwas von mir? Ich habe bereits von euch gehört. In Zeiten wie diese braucht man tapfere Davos wie euch. Mögt ihr erfolgreich seid. Ihr seid gesegnet. Stufe 5 bis 10 für neue Quest Fortschritt. Wohlstand der Asmodier 1. Wir Priester unterstützen jene Jovanas, die sich für das Wohl Asmodois einsetzen, indem wir ihre Ausbildung fördern. Ihr seid in eurer Entwicklung bereits fortgeschritten. Daher habe ich etwas für euch vorbereitet. Seid ihr daran interessiert? Annehmen? Meine Aufgabe ist es, Davos bei ihrer Ausbildung zu unterstützen. Ich hoffe, ihr werdet euch weiterhin so gut entwickelt. Ihr nickt. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Möge der Gebieter euch behüten. Wir kommen ganz schnell ganz viele Schrift dran über. Aber ob ich die immer einsetzen soll, weiß ich jetzt nicht. Quest Items. Des Rennens. Die gehen eigentlich noch lange. Die mache ich mal hier hin. Zauberbuch der Prämie. Verfügbar für Stufe 2 oder höher. Benötigt die Fertigkeit Zauberbuch verwenden. Tapferkeit. Das ist eine schlechtere Waffe. Die ist wahrscheinlich auch schlechte. Okay. Lass ich es mal so. Hier nehmen wir noch eine Quest mit. Der heißt Bullshit. Auch ein schöner Name. Vor allem sehr, sehr höflich. So. Ja, wir müssen hier... in den Anfängen sehr... rechts unten.
Ich weiß nicht. Da wahrscheinlich. Anfänge Server. Ich weiß nicht, was er meint. Ah, nicht hier. So. Anfänge Server. Anfänge Server wechseln. Vier, drei, zwei, eins, null. Und was ist denn dort? Okay, dann muss ich dann nochmal mit ihm reden. Geschwisterstreit. Können wir hier eine optionale Belohnung bekommen. Wirkgeschwindigkeit oder Angriffsgeschwindigkeit? Für uns Angriffsgeschwindigkeit. Und hier... Ja, was ist der Unterschied zwischen einem Anfangsserver und einem normalen Server? Wir gehen jetzt einfach wieder zurück. Fertig. Ach, immer diese Blöde. Das kann man nicht ESC... drücken. Hauptserver. Und wieder 10 Sekunden warten. So, kurz was trinken. Ich kann leider nicht so lange aufnehmen jetzt momentan. Ich muss noch zum Doktor, aber dann geht es so bald weiter, aber jetzt habe ich ja noch Zeit. Und wir haben die Quest erledigt. Sehr schön. Also es geht relativ schnell jetzt noch. Und das Spiel ist auch momentan noch nicht so gut. Also die meisten Futures kommen später noch. Und wurde mir danach mal auch noch gesagt. Und jetzt muss ich... wissen, welche wir sind. Wir sind, glaube ich, Ingenieur. Was kann ich für euch tun? So, das haben wir schon. Okay, ist ab Level 7. Wiederholen der Salve haben wir doch schon. Nein, das ist... So. Ihr wollt schon gehen? Und jetzt hier. Aha, wir hätten das Buch schon gehabt. Dann verkaufen wir den Schrott mal irgendwo. Kriegerausbildung, Rüstungshändler. Was wünscht ihr? Verkaufen. So, so. So. Brauchen wir dieses Knochenpulver. Ja, verkaufen wir mal, das bekommen wir sicher auch wieder über. Lebenstrank, ich weiß nicht, diese Mana-Steine. Aha, die sind zum Sockeln. Ja, müssen wir dann schauen, dass wir nicht zu viel Items... vergeuden. Platz machen, dass wir Platz haben, meine ich. Vergeuden können wir sie schon. Und, ah ja, verkaufen vielleicht noch eine neue Rüstung oder so. Ob das bekommen wir wahrscheinlich geschenkt, schauen wir einfach mal an. So. Plus 33. Ist ein bisschen besser, aber... nee. Und wir haben auch genug Geld, eigentlich könnten wir schon holen, aber die sieht nicht so schön aus, diese Rüstung. So. Jetzt verwenden wir mal eine Schriftrolle.
Hier ist sicher zum Briefe lesen. Jetzt können wir kurz auf die Karte schauen. Okay, da unten ist eine Quest und dann sind dort zwei gelbe Quests. Aber ich kenne die Farben noch nicht. Aber ich denke, rot ist Hauptquest, gelb ist irgendwie gute Quest und blau sind die blauen sind die, naja, Quests. Wieder ein dunkler Tag. Er blüht in der Liebe. Reichen die hier? So. Wieder ein dunkler Tag. Nächste Quest. Wir nehmen sie natürlich an. Wir müssen jetzt mit deiner reden. Was siehst du auch hier? Ja, wo denn? Der Bullshit ist auch hier. Der hat, glaube ich, die gleiche Rasse. Kann sein. Und der hat keinen Schwanz. Nein, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Halb-Elf-Mensch. Hier. So. Jetzt wieder mit Bäume reden. Das kennt man aus Regnum, immer wieder hin und her. Sehr, sehr spannend, diese Quest. Und vor allem das 1000 Quatschen, das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Alles reden. Und wir haben fertig. Haben, machen fertig. Gehen wir einfach mal weiter. Vielleicht kommen dann noch mehr Quests. Und hups und hups und hups. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Videos kommen. Ich denke mal für den Anfang 2 Videos pro Woche. Wenn es euch viel besser gefällt als andere Projekte, dann auch mehr. Aber es braucht halt auch mehr Zeit, solche Spiele zu spielen. Vor allem das Einloggen geht nicht kurz. Und eventuell sind manchmal die Server down und so. Also ein tägliches Projekt wird es nicht, aber von 2 auf 3 oder 4 Wochen pro Woche geht schon. So, wir müssen hier hoch. Ein Klebersülpe. Greifen wir mal an, wenn wir die Fähigkeiten wiederholende Salve Äther-Revolver. Ich brauche einen Äther-Revolver. Okay, was ist der Unterschied? Ist das ein normaler Revolver? Was ist das Einflussverhältnis? Helios 42%, Asmodee 50% und Balaur 8%. Wir haben einen Äther-Revolver, also wieso geht die Quest, die Ding nicht? Ah, Kettenfertigkeit. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich zuerst... Was wünscht ihr? Harzgewinnung. Kanida schickt euch nicht ins Gesicht, bitte nicht ins Gesicht. Seht mal, ich arbeite hart. Dauernd sitzt mir jemand im Nacken. Meine Hände sind schon ganz wund von der Arbeit. Geschlafen habe ich auch nicht. Bitte, ihr dürft mich nicht töten. Drei Eimer, Motka, ihr habt 2 Tage. 2 Tage, 2 Tage, wisst ihr überhaupt, wie lange das dauert? Das 2 Tage, das ist unmöglich. Das könnt ihr mich auch gleich töten. Vielleicht kann ich mich dann ausruhen. Lol. Oh, mein Schädel vor den Augen verschwimmt mir alles und meine Beine knicken bei jedem Schritt ein. Ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht. Da kommt kein Harz mehr. Schlag mich, wenn es sein muss. Aber hört wenigstens zuerst einmal an. Man hat mir aufgetragen, 3 Eimer Harz zusammen. Oh, ich kann fast nicht reden.
Andernfalls wollte Ulgan meinen Kopf auf einen Pfahl stecken lassen. Aber ich kann unmöglich so viel Harz sammeln, wenn diese Insekten ihn ständig wegtrinken. Was für Insekten? Die Klebesülpen und Hainhunkler haben sich im Mooslandwald wie wild vermehrt. Und was ist ihre Hauptnahrung? Baumharz. Wenn sie mir jeden Tag die Quote ruinieren, werde ich mir wohl eine endlose Tracht Prügel einhandeln. Eine Flickenklatze sollte Wunder wirken. Aber wie denn? Glaubt ihr im Ernst, dabei gibt mir doch so eine? Dabei gibt mir so eine oder taucht lange genug aus einem Depressionssumpf auf, um es selbst zu tun, ha? Bitte, ich sammle ja lieben gerne Harz, aber ich werde das Pensum nie schaffen, wenn nicht ein geübter Kammerjäger wie ihr das Klebe, Silpen und Hainfunkler erledigt. Verlasst euch auf mich. Oh, vielen Dank, ihr rettet mir das Leben. Die Frage ist nur, welche wollt ihr jagen? Welche meint ihr, es taugen, sagen die meiste Harz, die Hainhunkler oder die Klebersilpen? Also die Silpen kenne ich ja, dann nehmen wir die Funkler. Ihr habt vermutlich recht. Obwohl Funkler das Harz nicht so schnell trinken wie Silpen, sind sie größer und verzehren über ihre Lebensspanne, verteilt wahrscheinlich mehr davon. Verkürzen wir also ihre Lebensspanne. Bitte legt die 10 Hainfunker, damit ich endlich meine Quote voll kriege. Habe ich jetzt die falschen genommen, weil die sind sehr... Und es gibt keine hier. Panzerschnüffel. Das sind die Azbar. Ah, hier hinten sind sie. Das ist das falsche Ziel. Geht nicht alles gleich. Okay, wir haben einen grünen Revolver. Schauen wir doch mal an. Können wir die identifizieren? Eine Identifizierung ist im Kampfmodus nicht möglich. Ja, die greifen mich an, oder was? Drei. Magiebuch. Fünf von zehn. Haben wir eigentlich kein Mana oder so irgendwas? Können wir die einfach unbegrenzt mitnehmen? Ja, also einsetzen. Jetzt habe ich das Item im Kopf gehabt. Da schießt jemand hinten dran. Das sah das nur so aus. Es gibt viele Spiele, die nehmen den anderen Leuten einfach die Mobs weg oder so. Oder meinen, sie seien in einer Party. Euer Ziel existiert. Habe ich ihn doch anvisiert. Aber gut, dass alles erklärt wird, also geschrieben wird, geredet wird und nicht geschrieben wird. Okay, wir haben alle. Kann ich jetzt den Kampfmodus wieder verlassen? Hallo. Es gibt hier sogar einen Waffenwechsel-Slot. Okay. Ich will jetzt wieder aus dem Kampfmodus raus. So. Ich danke euch. Es dauert ein Weilchen, bis die Bäume neues Harz produzieren, aber morgen muss es mir dann gelingen, die Quote zu erfüllen. Nehmt das, ich habe es aufgelesen, als Ulgrons Truppe in
Haken ankam. Die meisten von ihnen hatten sich nie Zeit genommen, mir zuzuhören, aber ihr habt es getan und dafür bin ich euch dankbar. Und wieder ein Level up. So, Inventar. Ich will nicht langsame 1 Schlag Waffe Wasser. Brauche ich die? Die sind nicht für meine Klasse, oder? Wenn ihr das wisst, dürft ihr es gerne schreiben. Unten in die Videobeschreibung, in die Videokommentare schreiben. So. Was ist schlecht? Nein, es ist besser. So, und jetzt habe ich's ab. Muss ich zuerst Seelen binden? Oh Gott. Ah, geht schnell. Und jetzt habe ich den. Kann man die eigentlich zu zweit? Also jetzt ist ja eine Einhandwaffe. Die kann ich nicht hier. Nein. Schade. Ach, egal. Ein Omelett. Kleine Machtscherbe. Okay, ja, ich habe leider nicht mehr so viel Zeit. Dann geht es dann das nächste Mal weiter bei Let's Play Ion Part 2. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!